Vor rund 3,5 Jahren wurde an der Uni Tübingen das neue Zentrum für islamische Theologie eröffnet. Damals ein bundesweit einzigartiges Projekt. Angesichts von 4 Millionen Muslimen sollte ein deutscher Studiengang sicherstellen, dass islamischer Religionsunterricht angeboten und vor allem sachkundig erteilt werden könne. Im Zusammenhang mit Diskussionen um rückständige gesellschaftliche Ansichten, radikale Islaminterpretationen und um Hassprediger sollten auch Imame statt aus dem Ausland vorwiegend von deutschen Universitäten kommen. Im Rahmen des Tübinger Presseclubs beim SWR in Tübingen hat jetzt der Direktor des Zentrums für islamische Theologie ein erstes Fazit gezogen. Ein Thema war dabei auch das derzeitige unmenschliche Vorgehen und Morden der Terrororganisation Islamischer Staat. 16. Januar 2012, die feierliche offizielle Eröffnung des neuen Zentrums für islamische Theologie an der Uni Tübingen. Auch die damalige Bundesbildungsministerin Annette Schavan ist vor Ort. Start eines Projekts mit großen Ansprüchen und im Zeichen tiefgehender gesamtgesellschaftlicher Diskussionen. Der Islam soll stärker anerkannt und in die deutsche Wirklichkeit geholt werden. Zudem, wie bei anderen Religionen längst üblich, wissenschaftlich reflektiert vermittelt werden. Theologie hilft jeder Religion zu Klärung, Aufklärung, dazu sich besser zu verstehen und sich besser verständlich zu machen. Es ist ein Konzept, das versuchen will, die islamische Theologie analog zu den christlichen Theologien hier in Tübingen auszuweisen, mit einem sehr breiten Lehrangebot, dass Studierende so qualifiziert, dass ihnen unterschiedlichste Berufe offenstehen, vom Religionspädagogen hin zum Imam, aber auch zu allen anderen Berufen. Rund 3 Jahre später. Im Tübinger SWR-Studio nimmt der aktuelle Direktor des ZITH, Erdal Toprak-Hüyaran, Stellung und er zieht insgesamt ein überaus positives Fazit. Der Zulauf sei riesig. Circa 150 Studierende. Wir haben fast 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir haben 3 Studiengänge, ein BA für islamische Theologie. Wir haben einen Lehramtsstudiengang und einen MA für islamische Theologie. Jährlich nimmt das Zentrum rund 30 neue Studenten auf. Aber nicht nur unter den Studienaspiranten ist das Interesse an den Themen des ZITH groß. Wir kriegen Anfragen von allen Universitäten der Welt, um gemeinsam Tagungen zu machen oder Veranstaltungen zu machen. Daneben aber auch interessiert sich natürlich auch die Politik sehr. Trotz alledem, neben den sich in der Ausbildung befindlichen Islamwissenschaftlern und schulischen Religionslehrern, dem noch vor 3,5 Jahren postulierten Hauptziel, ist man nicht näher gekommen. Wir bilden keine Imame aus, weil es bisher auch keinen sozusagen Auftrag gab. Denn die großen islamischen Verbände bilden ja selbst ihre Imame aus bisher. Und bisher gab es jetzt keine Anfrage, dass wir das übernehmen sollten. Genau das aber hatten Politiker wie Schavan damals mit Verweis auf mangelnde Integration vehement kritisiert. Ein anderes Thema, das nicht nur die christliche, westliche Welt bewegt. Islamische Extremisten, Salafisten und das Morden der Terrormiliz Islamischer Staat. Das macht uns schon sehr betroffen, dass im Namen des Islams Menschen, andere Menschen, unschuldige Menschen ermorden, verfolgen, vertreiben. Gerade da sehe sich das Tübinger Zentrum in einer besonderen Verantwortung. In der Verantwortung nämlich, jungen Menschen aufzuzeigen, dass der Koran eine Botschaft des Friedens sei und gewalttätige Interpretationen keinesfalls akzeptiert werden könnten.